Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Ja, letzte Folge haben wir Holz aufgeladen und das zur Papierfabrik gebracht und dann den Rest am Sägewerk verkauft, am alten. Und jetzt stelle ich die Mulde wieder dahin. Dann laden wir wieder mit dem Volvo das wunderbare Holz auf. Und dann sehen wir, wie weit wir kommen diese Folge und dann müssen wir gucken, wie wir dann weiterfällen erstmal. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. vielleicht ein Stückchen vorne. Ja, so sollte gut sein. Gut. Motor raus. Und Motor an. Okay. Ja, das könnte mit einer Fuhre vielleicht draufreichen komplett. Ja, was macht der Stamm da jetzt? Vielleicht reicht es aber auch nicht. Das müssen wir mal sehen dann. Hätte ich gesagt. Okay, ja, so ist gut. Sieht der eine Stamm natürlich quer da drauf? Nein, nicht. Dann nehmen wir den mal kurz. Legen den schön dahin. Und nehmen dann alle auf einmal wieder. Perfekt. Ach, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Das läuft fast zu gut. Nein. Mann, guck doch mal von oben, wie es aussieht. Dann läuft das vielleicht ein bisschen besser. Ups. Und die ganze Mulde verschieben. Dann müssen wir erstmal die drei dicken da. Also nichts gegen die Stämme, aber die sind halt dick. Was soll ich sagen? Ich könnte jetzt auch sagen, die braunen. Das hört sich alles aber irgendwie falsch an. Sagen wir es mal so. Es bleiben die zwei Rehe da vorne eigentlich. Oder drei. Ne, die zwei eigentlich nur. Wollen die mich hier auslachen oder was? Oder wollen die demonstrieren? Das würde ich sogar verstehen, ehrlich gesagt. Ich würde denn hier schön den Wald hier wegholen. Aber es muss halt nun mal. Ich tue es doch wieder aufforsten dann, okay? Es ist eine kleine Entschädigung vielleicht. Nicht so ganz, gell? Naja. Gibt doch noch genug andere Bäume hier. Die können da alle. Mit denen können wir treiben. So hinter mir die Bäume und was weiß ich wo überall. Die können wir nicht. Da vorne erst die wieder dann. Rest können da machen, was er wollt. So, das war jetzt nicht so bombastisch. Was kriegen wir denn noch genommen hier? Ja, so ist gut. Ja, perfekt. Hänge hinten ein bisschen raus. Das ist richtig, aber ist mir ehrlich gesagt egal. So, das drehen wir gerade mal ein bisschen hier. Muss ich hier wieder anders lenken? Du legst zwei Dinger. Kriege ich die vielleicht so genommen? Ah, perfekt. Das ist doch. So, nochmal. Eins. Noch ein bisschen. Anders da bitte. Dann haben wir hier noch eine Spitze, die sollte ich auch so genommen bekommen. Ey, was betreiben die Stämme da jetzt? Nicht rausfallen, gell? Sonst werde ich fresh. Nee, anders. So. Nee, vorne bitte. Okay, dann gucken wir mal, wie wir die jetzt genommen bekommen. Ja. Das könnte ein bisschen. Dieser scheiß Stamm, der da oben so drauf liegt. Wow, das war jetzt genau das, was ich machen wollte. Mhm. Vielleicht da so. Nein. Mein Gott. Was machst du denn? Ah! Geh doch da jetzt. Jetzt ja, komm. Ah, Mann, zwei Stimmen. Zwei sind besser als keinen.
Okay. Aber trotzdem nicht so geil. Okay. Und auf. Perfekt. Komme ich da hinten dran? Achtung, im Arsch aufpassen, dass ich gegen den Anhänger dort. Ja, vielleicht sollte ich nicht so ganz aufbauen. Nee, das wäre nichts. Das habe ich gleich gesehen. Dann messen wir die hier. Die beiden da. Die kann man doch wunderbar nehmen. Perfekt. Mein Gott. Diese Stämme auch immer so blöd sich wehren müssen, das Gefühl. Du, vielleicht bin ich auch einfach noch zu blöd, den Bagger zu steuern. Das kann auch sein. Denn jetzt einmal. Legen den da vorne hin. Gehen mit der Zange weiter runter und nehmen alle. Perfekt. So ist es doch ein Träumchen. Einzig wahres Träumchen. Ja, rüber. Oh, der ist aber knapp. Zum Glück habe ich noch rübergesteuert, bevor er abgestürzt ist. Also, ich habe es nicht gesehen, dass er abstürzen wollte, aber das war Instinkt. Nee, der liegt perfekt drauf. Ah. So, jetzt aber. Okay, wo haben wir jetzt weitere Stimmen? Gut so. Wenn wir denn da vorne erstmal den einzelnen da. Ui. Mein Gott. Manchmal steuert er viel schneller als gedacht. Langsam ist der Anhänger aber doch schon bald wieder voll. Okay. Ich glaube, alles geht nicht drauf. Wäre jetzt so meine Vermutung. Nee, das wird ein bisschen viel. Für eine Fuhre. Naja, muss ich halt. Nehmen wir die jetzt essen, Mutti. Grauen da oder was es ist. Das ist bestimmt eine ganz bestimmte Baumart. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welche. Passt das von der Höhe? Ja, gut. Nein, nicht so weit. Und ablegen. Gut, dann geh nach 2, 3 drauf. Das ist mit der eine da, der sich da eben noch retten konnte. Jetzt hat er aber auch verloren. Nein, was mache ich denn? Komm. Nein. Da. Ja, okay, vielleicht klappt es ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Da haben wir doch 2, 3 Freiwillige gefunden. Wenn die Zange jetzt nicht noch so rumwackeln würde, würden die auch hoffentlich draufbleiben. Nein! Da habe ich einen verloren. Nett, Jay. Krieg ich denn so? Ja, ich hab'n. Ja, okay, jetzt. Ach, sehr gut. Perf. Oh. Ja, mein Gott. Du hast genug Abstand zwischen Anhänger und Bordwand. Traktor. Mein Gott. Wer hat eigentlich das Auto da so blöd hingestellt? Pretty Frog. Weil, wenn ich jetzt einen Stamm fallen lasse, ist der Anhänger nochmal Matsch. Der war doch erst in der Werkstatt, dem der Bagger letztens draufgefallen ist. Gut, ich kann halt nicht sagen, die Werkstatt mehr wird, denn wenn der Bagger drauf fällt. Na komm. Jetzt. Ich glaube, du hast dein Hopfen und Malz verloren. Und wenn der Bagger vom Anhänger runterfällt, sowieso. Also da. Ich glaube, du hilfst alle beste Mechaniker nichts mehr. Aber gut. So schlimm ist es ja hier nicht. Okay, dann fahren wir den wieder hinter.
Nee, das geht dann. Das will ich auch nicht aufladen, ehrlich gesagt. Dann fällt er mir 100% schon. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit vorne. Ja, gerade so. Ja, so reicht. So passt. Gut. Ich tue dann erstmal weiter fällen, denke ich mal, bevor ich die auflade vielleicht, oder? Ah, mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie ich weiter fällen. Ich denke mal, vielleicht hier so hinstellen und dann hier runter. Winden. Ja, so irgendwie würde es, denke ich mal, dann passieren. Aber erstmal bringen wir die volle Ladung. Und zwar mehr als volle Ladung. Erstmal also zum Sägewerk. Gut, der ist randvoll. Ach du Heilige. Oh. Ah. Jetzt merke ich auch das Problem, dass der Adjuvant so kurz ist. Die Mulde so lang. Und dann lade ich das Holz noch ein bisschen weiter nach hinten aus, gell? Eieieiei. Gibt es eigentlich schnelleren Weg zum Sägewerk? Nee, gell? Nee, egal wo ich abbiege, das ist alles. Kompletter Umweg. Nee, einmal querfeldein. Ah, Gott. Ja, eigentlich brauche ich die Rundumleuchte hier im Wald nicht. Du bist eigentlich nicht so rund, Großalbert. Ich gebe nicht den Gas und das Ding fährt schon. Wie so ein Schloss. Ja gut, bergab ist halt so eine Sache. Nur wenn es bergab auch noch um die Kurve herum geht, ist das eine ganz gefährliche Sache. Okay. Jetzt geht's grad. Dann müssen wir da vorne das Wasser und dann den Berg hoch. Och Gott. Gucken, ob er da hochkommt. Weil jetzt habe ich eine volle Fuge. Oh Gott, der hat hier schon zu ziehen. So, und hoch da. Nicht umfallen, bitte. Ja, danke schön. Und jetzt zieh! Die Reifen sind aber auch ganz schön. Oh, er kämpft sich mit 5 km/h an der Berghochwelle. Mein Gott. Wieso zappelt der eine Stamm da hinten eigentlich? Wieso zappeln die alle? Weil es sind doch eigentlich Gurte drum. Also eigentlich dürfte sich da nichts bewegen. Aber irgendwie bewegen sich die alle. Wie verrückt. Was ja eigentlich nicht sein kann. Alter. Dem drehen ja bald die Reifen durch. So leicht schon, ja. Und geil fände ich es jetzt, wenn jetzt Winter wäre und hier Schnee liegen wird, dem wirklich die Reifen durchdrehen und der nicht hochkommt. Aber ich glaube, das ist so nicht der Fall, leider. So, jetzt geht's zur Straße. Da sollte ich vielleicht die Rundumleuchte anmachen. Bei der Ladung. Alles Schwede. Man kann es auch übertreiben. Naja gut, Berg sind wir jetzt schon mal hoch. Jetzt müssen wir nur noch runter. Nur noch. Ist ja auch so leicht, bergab zu fahren. Okay. Kurve rum. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt eigentlich nur noch geradeaus und in den See rein. Okay, jetzt können wir ein bisschen Stoff geben hier. Attacke. Vielleicht nicht ganz so viel Stoff. Wenn da dann doch so ein, zwei Unebenheiten sind. So. Jetzt schön vorsichtig da rein gleich. Gut. Oh. Ich habe schon gedacht, das gibt mir jetzt noch.
Aber nee. Haben sie überstanden. Der Container wird ins Wasser geladen. Wenn er sich nicht wieder aufbocken wird. Nein. Wir haben es überstanden, ja. Ja gut, zumindest kriegen wir mal das Holz jetzt hier raus und dann kriegen wir es vielleicht auch hin, die wieder hinzustellen. Oh nee. Ey. Hallo? 30.000, Alter. Gut. Irgendwie hängt die am Anhänger, kann das sein? Wow. 30.000. Und nochmal 93 Euro. Ja, 93 Euro sind 93 Euro. So, kriegen wir das hin? Kann ich gerade mal zusammenklappen? Nicht ins, nee, nicht ins Wasser. Ich weiß nicht, ob der Traktor da versinkt, aber ich glaube schon. Komm. Ja, jetzt. Vielleicht. Komm schon. Kann doch nicht sein. Ach, Mann. Biegen wir mal kurz ab. Ha, ja, okay. Ich stehe schon mal. Das ist schon immer gut. Wahrscheinlich hänge ich ihn jetzt an und dann kippe ich wieder um. Ich kenn's doch. Oh ne, okay. Stopp, 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 stopp. Fahre nicht zu tief ins Wasser. Also man kann versinken da drin. Okay, gut. Dann mit diesem wunderschönen Ende würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und dann in der nächsten Folge geht es dann mit Bäume fällen wieder weiter. Haben wir jetzt wieder 50.000 auf dem Konto. Naja, so schnell macht man Geld mit dem Frost. Naja, gut. Also, bis dann. Tschüss.